Große Weiden durchziehen die Wüste. Haufenweise Gegner, der einsame Ritter. Durchwacht sie. Und zieht 12 Schaden den Viechern ab. Und 19 zu einer neuen Folge von. Zu einer neuen Folge von Dragon Quest Builders. Die Viecher sollen ruhig hinterher rennen. Oh, da muss sogar mehr Schaden. Lol. Ey, Hase! Boing, boing. Wie fällt dir das, ne? Ja, also die verlieren ab und zu mal Fleisch, das ist schön. Wie man es nimmt halt, ne? Ich habe immer noch nichts getrunken. Ja, komm. Oh, das ist doch schön. So, jetzt isst du mal was. Was willst du jetzt, hä? Mein Ton ist ja... Oh Gott. Chico erhält zum ersten Mal einen runden Tisch. Lol. Das ist so eine Farmbox. Was willst du, hä? Okay, ich ziehe wirklich überhaupt nichts ab. Gut, okay, dann, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Kollege. Ich bin nochmal weg. Pyramide. Ach, da hinten ist die Pyramide. Gut. Also irgendwie muss ich da hin. Kann man hier durchlaufen? Ja, gut. Das sind starke Gegner. Glaube ich zumindest. Ha, arme Sau. Chico hat zum ersten Mal einen Skorpionstachel. Ah, mal gucken, was man daraus vielleicht noch machen könnte. Oh ja. Oh, viel angenehmer, das Zeug hier abzubauen. Ich finde es vor allem noch gut, dass die, plus zwei davon brauchen, also zwei Erze mit dem Ding hier abzubauen, schon habe ich wieder einen neuen Hammer. Ah, das freut mich doch. Der ist vielleicht nicht so viel stärker, aber wenigstens ein bisschen. Warum sind jetzt hier so viele von den Viechern? Wir wollen bestimmt das Ding beschützen. Attacke! Aua. Ist okay, ist okay. Gut, danke. Oh, habt das mal! Ich renne hier gleich durch. Oh, eine Salbe, danke. Ach Gott. So, den wollte ich haben, genau. Einfach mal ein bisschen Eisen. Und wir gehen gleich. Leute, hier gibt's noch Kupfer. Okay, nee, ich will auch bloß ein bisschen eisern. Ja, ich weiß, ihr wollt alle kämpfen. Und ja, ich bin so ein großer Marker, dass ihr unbedingt gegen mich kämpfen müsst. Aber weißt du, was ich dazu sage? Auf den Arsch schauen. Sitz mal auf. Wie fällt dir das, hä? Wenn du die ganze Zeit angegriffen wirst, hä? Wie fällt dir das, hä? Da liegst du aber ganz schnell am Boden, ne? Dumme Sau. Okay. Ich baue mich hier gleich durch, ey. Ah gut, okay. Hallo?
Wir können nur in diesen trostlosen Einöde überleben, weil wir dem fiesen Feuerspeier unser Gebet da darbringen. Das Ende der Menschheit steht uns bevor. Du solltest lieber einen fiesen Feuerspeier anbeten. Ah, diese Statuen sind einfach göttlich. Auch wie groß die Versuchung sein mag, es wäre nicht schicklich, sie von hier zu entfernen. Ach, halt die Fresse, ich nehme mit. Oh. Vor einem fiesen Feuerspeier zu stehen und seine Entlitz zu sehen, wäre eine Offenbarung. Aber ich wage nicht, mich der Feuerprobe zu stellen. Keine Antwort. Diese Person hat viel zu sehr ins Gebet vertieft. Ach komm. Wie kannst du es wagen, unsere Gebete zu stören? Glaub mir nicht, dass du damit davon kommst, Mensch. Viel Spaß. Ich renne dann mal, ne? Nein, tue ich natürlich nicht. Oh Gott. Die sind ein bisschen stark, die Viecher. Zu stark. Ja gut, ich renne dann mal, ne? Wollen wir gleich mal austesten, die Viecher? Die sind wirklich nicht schlecht, die Feuerspeier. Das ist ein Problem. Aber ich hätte immer selber mitgetroffen. Hier nichts, aber heilen die sich? Die heilen sich ernsthaft mit LOL. Okay. Dann nehme ich die wieder mit. Tut mir leid für die Störung. Aber. Gut, ich bin dann wieder weg. Macht's gut. Schon was Fieses, Alien. Oh, oh, weg hier. Ich will die Viecher besiegen! Schon wieder so scheiße platziert. Ja, ja, schön. Schlag mich ruhig. Ich will die Viecher jetzt besiegen.
Na komm, greif mich einmal an. Danke. Warum werden die so platziert? Ich will doch einfach bloß mal einen. Ach so, jetzt verstehe ich wegen den Fackeln. Halt du mich auf. Ich vergesse dauernd, ich darf mich den nur nicht von vorne nähern. Alles kommt Kraft an. Wie oft können die sich denn bitte schon heilen? Ach, komm an. Habe ich gerade ihn zerstört? Kommt der andere Kollege mal bitte? So, es kommt her. Na los, kommt her! Los, kommt her! KI ist so dämlich. Verlieren aber auch bloß Stoff, ne? Schießen die von da oben auf mich? Oder verlieren die bloß Stoff? Gut, okay. Ja, aber ich wollte ja nicht mehr wissen. Ich wollte ja bloß wissen, was passiert, wenn die Viecher tot sind. Okay, komm, lassen wir die einfach mal da oben sind. Ich bin noch nicht stark genug, gegen die anzutreten. Also von daher. Chico flieht vor den Monstern. Ja, wir waren ein bisschen stark. Fuck you. Aber wir haben jetzt wirklich den Feuerteufel. Das ist erstmal die Hauptsache. Zwar kaum noch Heilung, aber wir haben diesen Feuerteufel. Ja, lass mich in Ruhe. Ja, wo wurde noch ein bisschen Eisen. Jetzt können wir uns jederzeit schon mal ein bisschen neues Zeug machen. Das ist auch toll. Und den Großen kann ich immer noch nicht angreifen. Ich glaube, sobald ich den Großen mal angreifen kann, sind die Kleinen erstmal richtig schön Pillefalle hier. Das. Nee. Ah. Einfach mal einen Hasen auf den Arsch gehauen. Ist er tot. Ich verdiene aber verdammt schnell Leben, Essen. Ich weiß nicht, was zur Zeit los ist. Warum ich die ganze Zeit schon wieder mit dem Bein zittern muss. Ach nee. Und es fängt irgendwie wieder leicht an mit Knattern. Knattern. Knacken. Und ich weiß nicht warum. Wo ist denn unser Ferdinand, der Abgebrannte? Bei meinen schlanken Statur, Chico, du hast dich für den Fall abgegeben. Jetzt, da uns diese was furchterregende Statue gehören, können wir den Stachelsteinwall bauen. Der in Kettengrün beschrieben wird. Hm? Ob wir so ein bombastisches Bauwerk wirklich errichten sollten? Chico, mein Junge, du hast doch bestimmt mit Lara Roche und Magnus gesprochen, nicht wahr? Du machst dir, Sorgen, dass hier eine gewisse Riesenmonster über... ich kann heute nicht lesen. Ich glaube, ich lasse es jetzt danach, was man mitten aufnehmen wird. Riesenmonster über aufstoßen könnte, wenn wir diese Stadt wieder in alten Glanz erscheinen lassen.
Oh, glaubt mir nicht. Glaubst du diesen Humbug denn tatsächlich? Mach dir keine Sorgen, mein Junge. Mit deinen Baukünsten und meinem immensen Intellekt haben wir nichts zu befürchten. Bald wird Catelyn wieder der Nabel der Welt sein und diese grässliche Monsterfürst kann nichts dagegen tun. Überlass alles nur mir. Hust, hust, hust. Da, 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 da. Wollen wir noch den Kampf? Komm, den Kampf machen wir auch noch. Da eigentlich, ich frage mich, für was die Bindinger da sein sollen, aber ja, gut, dann. Ach, die sind so breit? Ja, dann passt doch, dann. Fallen wir erstmal runter. Machen wir erstmal Bautzen, fallen wir erstmal nach unten. Nee, die gucken ja dann, glaube ich, zu mir, so wie ich die aufstelle, wa? Dann. Das werde ich jetzt nicht. Also muss ich die von. Machen wir die Tür auf. Von hier drinnen. Auch falsch. Dann. Dann eben halt von hier aus. Cool. Dann machen wir den noch. Passt. So hin. Genau. Meine undurchdringbare Mauer. Ja, fast. Wir müssen hier mal ein bisschen Zeug ablegen. Wir müssen hier immer noch ein bisschen Zeug ablegen. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. 100 Tisch ist nicht schlecht, aber für später mal. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg und dafür nehmen wir eine davon. Und wo sind denn die Steine hin? Das sind. Ach, da sind sie. So. Ach scheiße. Aber cool, dass sie auch das da unten verbrennen. Es ist sehr gefährlich, jetzt hier durchzugehen. Ich hab verstanden. Gut. Ja, Christewitter, nehmen wir raus. So. Weil es hübsch ist. Jetzt gehen wir pennen und dann machen wir nochmal schön hier, Kämpfe. Und dann würde ich nicht mehr sagen, da hören wir uns nämlich morgen wieder. Nö. Und ich glaube, das nächste Mal würde ich dann Montag aufnehmen, weil ich nehme die Folge, also die Folge ist jetzt für Montag, also für euch heute, ne? Also sprich, wenn die Folge rauskommt, habe ich ein Loch in der Wand. Warum habe ich jetzt ein Loch in der Wand? Los, Roy! Bei meinem alten immensen Intellekt, Chico. Diese Monster planen einen weiteren Angriff auf das Zuhause. Diese Bestien wollen uns einfach nicht begreifen, aber mit Hilfe unserer Verteidigungsanlage und der Macht unserer Waffen werden sie vertreiben. Chico, bist du bereit für den Kampf, du Klo? Schau mal ausgerüstet. Ich hab Verteidigungsanlage gepackt. Das, was ich machen muss, ist hier stehen. Die KI ist so dämlich. Nein, nicht den Hammer. Das Schwert bitte. Ey, stör doch hier nicht einfach so. Aua. Dann zu Hause.
meine, was bringt euch das, wenn ihr die Anzahl... Ah, Hilfe! Gott, hat er gerade wirklich das ganze Zeug da drüben in... Junge, was machst du da? Kannst du damit mal aufhören? Stört er hier meine Mauer? Ich glaube, bei den hackt's. Schnauze. Alles kaputt gemacht. Eine schöne Verteidigungsanlage. Alles zerstört, diese Drecksäcke. So. Ey, ist er jetzt weniger Erde als zuvor? Will er mich rollen? Ah, ne. Das war auch Stein. Okay, also... Ich hoffe, der hat mir jetzt hier nichts irgendwie zu doll kaputt gemacht. Kommt der an und mäht erstmal wie durch Butter durch meine Steine, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Fehlen da noch welche? Ich hab keinen Plan. Ich weiß, was ich hier weiß, ist, dass hier noch Stachel fehlen. Also an sich war es ja eigentlich eine gute Idee, diese Verteidigungsanlage hier, ne? Aber ich meine, der hat ja immer einen Schaden gekriegt, aber dass der auf einmal dann so die ganze Zeit so dieses... Ne, keine Ahnung. Ja, ich... Da drüben schon wird auch Slime oder sowas im Wasser. So, was kommst du dahin? Dahin. Haben wir jetzt alles? Hätte ich ja eigentlich noch zwei gehabt, ne? Ja. Sieht doch aus wie neu. Wow. Ja gut. 23 Minuten. Die letzte war ein bisschen kürzer, die war ein bisschen länger. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!